Bei einem Festessen hatte Bismarck die Gattin eines ausländischen Diplomaten als Tischdame. Die etwas arrogante Frau suchte die deutsche Sprache als minderwertig hinzustellen, indem sie ihr den Vorwurf machte, im Deutschen gebe es für dieselbe Sache immer wieder verwirrend viele Ausdrücke, zum Beispiel Speisen und Essen. Bismarck verteidigte sich. Verzeihen Sie, Gnädigste, diese beiden Wörter sind nicht gleichbedeutend, denn Christus speiste die 5000 Mann, aber er aß sie nicht. Aber Schlagen und Hauen sind gleich. Verzeihung, dass ich auch hierin anderer Meinung bin. Sehen Sie, diese prachtvolle Standuhr schlägt die Stunden, aber sie haut sie nicht. Aber in einem müssen Sie mir recht geben, Durchlaucht. Sicher und gewiss ist doch genau dasselbe. Ich bitte um Verzeihung, Gnädigste, dass ich auch hierin gänzlich anderer Ansicht bin. Nehmen wir einmal an, dass hier plötzlich ein Brand ausbricht. So würde es mir eine Ehrenpflicht sein, Sie, gnädige Frau, sogleich an einen sicheren Ort zu führen, aber um Himmels Willen nicht an einen gewissen Ort. Das gebe ich zu. Aber von den Wörtern senden und schicken ist doch sicher eines ganz überflüssig. Keineswegs. Denn Ihr Gemahl ist zwar ein Gesandter, aber kein Geschickter. Grillchen, das den Sommer lang zirpt und sang, litt, da nun der Winter droht, harte Zeit und bittre Not. Nicht das kleinste Würmchen nur und von Fliegen keine Spur. Und vor Hunger weinend leise schlich's zur Nachbarin Ameise, fleht sie an in ihrer Not, ihr zu leihn ein Körnlein Brot, bis der Sommer wiederkehre. Glaub mir, sprach's, auf Grillen Ehre, vor dem Erntemond noch zahl, Zins ich dir und Kapital. Ähmchen, die, wie manche lieben Leute, das Verleihen hast, fragt die Borgerin, was hast du im Sommer denn getrieben? Tag und Nacht hab ich ergötzt durch mein Singen alle Leut. Durch dein Singen? Sehr erfreut. Weißt du was? Da tanze jetzt.
Was Singen und Arbeiten betrifft, so habe ich schon deiner Mutter gute Ratschläge gegeben, sagte die Ameise zur Grille im Oktober. Ich weiß, zirpte die, aber Ratschläge für Ameisen. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judas, Judas aber zeugte Phares, Phares aber zeugte Esron, Esron aber zeugte Aram, Aram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nysson, Nysson aber zeugte Salomon, Salomon aber zeugte Boaz, Boaz aber zeugte Obed, Obed aber zeugte Jesse, Jesse aber zeugte David, David aber zeugte Salomon, Salomon aber zeugte Roboam, Roboam aber zeugte Abias, Abias aber zeugte Asa, Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Ozias, Ozias aber zeugte Joatam, Joatam aber zeugte Achaz, Achaz aber zeugte Ezechias, Ezechias aber zeugte Manasses, Manasses aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josias, Josias aber zeugte Jechonias, Jechonias aber zeugte Eliakim, Eliakim aber zeugte Azor, Azor aber zeugte Sadok, Sadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eliot, Eliot aber zeugte Eliazar, Eliazar aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Josef, Josef aber zeugte Jesus nicht. Es war einmal ein Fuchs, beginnt der Hahn, eine Fabel zu dichten. Da merkt er, so geht's nicht. Denn hört der Fuchs die Fabel, wird er ihn holen. Es war einmal ein Bauer, beginnt der Hahn, eine Fabel zu dichten. Da merkt er, so geht's nicht, denn hört der Bauer die Fabel, wird er ihn schlachten. Es war einmal, schau hin, schau her, nun gibt's keine Fabeln mehr.